Die zweite und dritte Frage geht an den Professor Michael Meyer von der Uni Graz, wo es uns nochmal um die Nikotinabhängigkeit und Tabakabhängigkeit geht, die ja in der Debatte meist gleichgesetzt werden. Die Bundesregierung hat ja erst jüngst wieder in einem Gesetz festgestellt, dass aufgrund des Nikotins das Risiko besteht, dass eine physische Abhängigkeit mit dem für das Rauchen klassischen Zigaretten typischen Folgeerkrankungen wie Herz- und Kreislauferkrankungen sich entwickelt. Und da würde ich gerne wissen, wie Sie als Toxikologe diese Aussage bewerten. Und in die gleiche Richtung geht auch meine zweite Frage an Sie. Häufig wird so getan, dass das Nikotin für die Sucht, die anderen Rauchbestandteile für die typischen Erkrankungen zuständig sind. Nikotinabhängigkeit wird mit der Tabakabhängigkeit in der Debatte meist gleichgesetzt, was natürlich auch die Reaktion gegen die E-Zigarette vielleicht erklären kann. Und ich hätte gern gewusst, welchen Anteil hat das Nikotin an der Tabaksucht? Welche Daten gibt es eigentlich darüber, wie stark suchterregend Nikotinkonsum ohne die anderen Bestandteile des Tabakrauchens sind? Und welche Rolle spielen psychosoziale Aspekte dabei? Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich möchte mich bedanken für diese sehr ehrenvolle Einladung für einen Österreicher, der beim großen Bruder zum Bundestag darf. Das passiert ja nicht jeden Tag. Die Gleichstellung. Die Frage hat die Gleichstellung von Tabakprodukten und mit Nikotin betroffen. Und diese Gleichstellung ist in unserer Gesellschaft leider sehr tief verwurzelt. Das ist auch nicht verwunderlich, nachdem bis vor 10 Jahren die Inhalation von Nikotin unvermeidlich gekoppelt war an das Einatmen von Verbrennungsrauch. Erst durch die Entwicklung der E-Zigarette, die vor 10 Jahren langsam nach Europa diffundiert ist und in den letzten 5 Jahren hier ihren Siegeszug angetreten hat, erst dadurch sind wir jetzt mit der Situation konfrontiert, dass wir die Inhalation von Nikotin abkoppeln können von der Inhalation der Schadstoffe, die bei der Verbrennung entstehen. Das ist eine neuartige Situation. Und viele kommen mit dieser Situation nicht zurecht. Das sind in der Tabakkontrolle sehr viele, die jahrzehntelang einen sehr löblichen Kampf zur Tabakprävention gekämpft haben. Die gekämpft haben gegen das Rauchen, gegen das Produzieren von Wolken, gegen die Inhalation. Das hat man hier auch in den Stellungnahmen gesehen. Und jetzt ist man plötzlich konfrontiert mit einer Situation, wo dieser Feind weg ist. Wo nämlich die Konsumenten eine Nikotin inhalieren, ohne die Schadstoffe. Und das war hier die Frage nach der Schadstoffbelastung. Ich glaube, wir sind uns alle einig, die wir hier sitzen und Experten sind, dass die Schädlichkeit des Rauchens auf der Inhalation des Rauchs beruht. Teer, Kondensat, Kohlenmonoxid. All das fällt bei der Inhalation von E-Zigaretten weg. Jetzt wurde das Argument genannt, dass man das Rauchverhalten aufrechterhält. Ja, vollkommen richtig. Da gehe ich mit meinen Vorrednerinnen, bin ich eins mit meinen Vorrednerinnen, natürlich hält man das Verhalten aufrecht. Allerdings kein Rauchverhalten, sondern Inhalationsverhalten. Und ich würde jetzt auf gut Neudeutsch sagen, it's not a bug, it's a feature. Das ist die Stärke der E-Zigarette. Deshalb haben wir erstmalig in der Geschichte der Tabakprävention ein Werkzeug zur Hand, das Rauchern sozusagen schmerzfrei den Ausstieg aus dem Tabakkonsum ermöglicht. Es ist hier auch in der Diskussion angesprochen worden, das Problem der Raucherentwöhnung. Meines Erachtens ist das irrelevant. Das ist kein Raucherentwöhnungsmittel. Die E-Zigarette ist ein Genussmittel, das Rauchern die alternative Nikotininhalation ermöglicht, ohne Schadstoffe. Wir haben eine Riesenchance, hier Gesundheitspolitik zu machen, und zwar verantwortungsvolle Gesundheitspolitik. Und die sollte meines Erachtens genau in die umgekehrte Richtung gehen. Ich habe mir die Stellungnahmen von der Frau Dr. Pötschke-Langer angeschaut, ich habe mir die Stellungnahme vom Herrn Kollegen Efferts angeschaut. In beiden versucht man, die Attraktivität der E-Zigaretten zu reduzieren. Man versucht, sie möglichst unattraktiv zu machen, indem man vorschlägt, Fruchtaromen zu verbieten, weil die angeblich für Kinder attraktiv sind. Tatsache ist aber, dass 80% der erwachsenen E-Zigarettenkonsumenten Fruchtaromen konsumieren. Und zwar nicht, weil sie infantil sind, sondern aus einem ganz einfachen Grund. Können Sie sich den vorstellen, meine Damen und Herren? Weil es ihnen schmeckt. Es soll ja Erwachsene geben, die Erdbeereis essen. Und auch die Kinderdiskussion finde ich eigentlich fehl am Platze. Sie haben ein sehr strenges Jugendschutzgesetz kürzlich hier in Deutschland beschlossen, wie ich gesehen habe. Strenger als in irgendeinem anderen Mitgliedstaat der EU, meines Wissens.
Somit sollte das Thema Kinder vom Tisch sein. Dass der Jugendschutz nicht hundertprozentig funktioniert, wissen wir auch. Das kennen wir von den Zigaretten, das kennen wir vom Komasaufen beim Alkohol. Dafür kann aber die E-Zigarette nichts. Ich kann nicht ein Produkt für Erwachsene regulieren, wo ich im Hinterkopf den Schutz von Minderjährigen im Kopf habe. Das kann es nicht sein. Das ist ein Produkt für Erwachsene wie Alkohol, wie pornografische Artikel, wie Tabakwaren. Und wenn ich meine, dass der Jugendschutz nicht funktioniert, dann muss ich jetzt schauen, dass ich den Jugendschutz verbessere, wie auch immer. Aber ein Produkt für Erwachsene, das sollte hier die Selbstbestimmung der Erwachsenen sein. Man sollte ihnen die Chance bieten, von einem nachweislich tödlichen Produkt, das kennen wir, 50% der Konsumenten sterben am Tabakrauch. Man sollte ihnen die Chance bieten, hier umzusteigen auf ein möglichst attraktives Produkt. Und zur Attraktivität gehört erstens ein finanzieller Vorteil. Gerade in den niedrigen sozialen Schichten ist die Raucherquote besonders hoch. Und genau für diese Personen ist es wichtig, dass sie auch einen finanziellen Vorteil haben. Damit kann ich sie vom Rauchen weg zur E-Zigarette ziehen. Was ist der Vorschlag von Kollegen Efferts? Möglichst hohe Steuern, ja, damit man es möglichst unattraktiv macht. Okay, damit bin ich, glaube ich, habe die Zeit nicht wirklich überzogen. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe mal eine Frage an Herrn Professor Dr. Michael Mayer. Würden Sie mir recht geben, Herr Professor, wenn ich sage, dass auch nach Verabschiedung dieses Gesetzes Erwachsene weiterhin freien Zugang zu E-Zigaretten haben? Weil ich Ihre Wortmeldung ein bisschen merkwürdig fand. Weil es bei diesem Gesetzentwurf nach meiner Auffassung nicht um das Verbot von E-Zigaretten für Erwachsene geht, sondern lediglich darum, Vorschriften zu Inhaltsstoffen und zur Produktsicherheit unter anderem zu erlassen. Ja, danke für die Gelegenheit, das zu klären. Natürlich wird argumentiert, dass das kein Verbot ist. Allerdings wird, und das haben wir jetzt wieder gesehen mit dem Vorschlag, möglichst alle Aromastoffe, abgesehen von Tabakaromen, zu verbieten, wird die Attraktivität so weit abgesenkt, dass die Konsumenten sozusagen nicht mehr die richtige Motivation haben, hier umzusteigen. Ich finde es ethisch wirklich bedenklich, dass man das Produkt, das Rauchern erstmalig jetzt die Chance bietet, hier einen Ausstieg zu finden aus dem Tabakkonsum, das weitgehend unschädlich ist. Über Schädlichkeit kann man diskutieren, das aber weitgehend unschädlich ist. Und dass man dieses Produkt ganz gleich unattraktiv machen will wie Tabakzigaretten. Ich glaube, dass im Hintergrund oder im Hinterkopf hier die Vorstellung, die idealistische Vorstellung herrscht, wenn man beides unattraktiv macht, dann verschwindet es plötzlich. Dann werden die Konsumenten weder rauchen noch E-Zigaretten benutzen. Das ist eine Utopie, das hat nie funktioniert und Prohibition funktioniert nicht, wird auch weiterhin nicht funktionieren. Es wird ja gerne die Schädlichkeit, sozusagen die nicht auszuschließende Schädlichkeit wird immer wieder argumentiert. Langzeitstudien fehlen, Aromastoffe, die Frau Kollegin Mortler hat die Popcornlunge mit dem Diacetyl erwähnt und so fort. Es ist schwer, hier in der zur Verfügung stehenden Zeit hier das sachlich zu argumentieren, richtig fundiert. Ich kann Ihnen aber vielleicht das anhand eines Gedankenexperimentes erläutern. Ich möchte Sie bitten, sich vorzustellen, dass es in Europa noch keine Bananen gibt. Jetzt entdecken Sie aber auf einer Südseeinsel Bananen. Sie sehen das Marktpotenzial dieser wohlschmeckenden Frucht und Sie beschließen, Sie wollen dieses Produkt hier in Europa auf den Markt bringen. Das Problem dabei ist, es gibt Obstbauern, es gibt Apfel- und Birnenbauern, denen das nicht gefällt. Die beauftragen nun mich als Wissenschaftler, hier das irgendwie zu verhindern. Wie bewerkstellige ich das, dass ich das verhindere? Ich deklariere mit meinen Verbindungen zur Politik, zu den Medien, deklariere ich die Bananen, wie wir das soeben gehört haben, zum Chemikaliengemisch. Vollkommen zu Recht, weil alles auf dieser Welt ein Chemikaliengemisch ist. Ich weise darauf hin, dass uns Langzeitstudien fehlen. Ich weise auf die Inhaltsstoffe hin. Ich habe eine Liste von Inhaltsstoffen von Bananen. Ich möchte das schon fertig reden, bitte. Ich bin hier aus Österreich angereist. Ich darf das durchaus auch fertig exerzieren. Ich kann für jedes Lebensmittel, das Ihnen einfällt, mit dem Argument, es gibt keine Grenzwerte, ein Argument, das jedem pharmakologischen Grundgesetz widerspricht, nämlich der Dosisabhängigkeit, mit dem Argument kann ich jedes beliebige Produkt dieser Welt, wenn ich will, zu Tode regulieren. Und das ist die Bestrebung hier. Es ist ein zu Tode regulieren, kein Verbot, aber ein zu Tode regulieren der E-Zigaretten aus ethisch verwerflichen Motiven. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte gern noch mal Herrn Professor Mayer gefragt.
da derzeit ja noch keine Langzeitstudien vorliegen und deshalb eben auch tatsächlich Nachweise für die Harmlosigkeit der E-Zigarette fehlen, was eben tatsächlich jetzt im Moment zu einer sehr repressiven Regulierung führen soll, bitte ich Sie nochmal, uns kurz den Stand der Erkenntnisse darzulegen zur toxikologischen Wirkung für die besonders typischen Inhaltsstoffe von E-Zigaretten, also insbesondere Aromen und so, darzustellen. Vielleicht auch im Unterschied zu dem, was die Verbrennung vergleichbarer Stoffe im Tabak auslöst. Also ich denke jetzt einfach an Dioxin und solche Dinge. Ja, danke. Vielen Dank, danke, ich Frau kann es... Kollegin, Herr Professor Mayer, jetzt also, haben Sie das entschuldigen Wort. Sie. Entschuldigen Sie. Ja, danke für die Frage. Ich kann noch einmal erläutern, und ich habe das, glaube ich, schon im Eingangsstatement gesagt, dass also die Schädlichkeit des Rauchs unbestritten ist und die Schädlichkeit des Tabakrauchs unbestritten ist. Und dass es daher ein löbliches Ziel ist, hier im Sinne der Tabakprävention aktiv zu werden. Und das wollen wir auch alle. Wenn man jetzt vergleicht die Inhaltsstoffe vom Tabakrauch mit den Inhaltsstoffen, den gemessenen Emissionen aus E-Zigaretten, dann sieht man, dass die Annahme einer Schädlichkeit nicht plausibel ist. Wir kennen die Stoffe, die schädlichen Stoffe im Tabakrauch gut. Wir wissen ganz genau, dass es hier polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe sind. Wir wissen, dass es Kohlenmonoxid ist. Wir wissen, dass es oxidativer Stress ist und dergleichen. Wir kennen diese molekularen Mechanismen gut. All das fehlt weitgehend oder bis hin zur Geringfügigkeit in E-Zigaretten. Somit ist das wenig plausibel. Aber wie ich schon vorhin erwähnt habe, man kann eine Schädlichkeit nicht ausschließen. Ich habe in meiner Stellungnahme gesagt, ich kann die Abwesenheit eines Effekts prinzipiell nicht beweisen. Ich kann nur sagen, es gibt keinen Hinweis auf Schädlichkeit. Und wir haben jetzt geschätzt, hinter uns ca. 50 bis 100 Millionen Dampferjahre, wenn ich von 5 bis 7 Jahren von signifikanten Benutzung und die weltweite Anzahl der Dampfer hier in Rechnung stelle, würde ich auf 50 bis 100 Millionen Dampferjahre kommen. Dass sich noch niemand nachhaltig durch die Inhalation geschädigt. Es ist ab und zu irgendwo ein Akku explodiert. Ja? Und deshalb ist es auch wichtig, dass man für Produktsicherheit sorgt. Aber durch die Inhalation hat sich noch niemand nachhaltig geschädigt. Natürlich gibt es keine Langzeitstudien, aber wie ich vorher schon erwähnt habe, kann es die gar nicht geben. Und man kann sich auch überlegen, das überlegt sich ja niemand, wie würde man so eine Studie machen? Für eine Langzeitstudie müsste ich ja Nichtraucher rekrutieren, weil wenn ich die mit Rauchern mache, kann ich nicht abschätzen, ob dann die Folgen, die ich beobachte, ob das Folgeerkrankungen des Rauchens sind oder durchs Dampfen entstanden sind. Es ist absurd anzunehmen, dass wir dann auch noch für jeden Aromastoff hier jetzt eine Langzeitstudie mit Nichtrauchern machen. Ja? Das würde durch keine Ethikkommission gehen und es würde uns bei der Vielfalt an Aromastoffen wahrscheinlich Jahrhunderte kosten. Letztendlich ist das Argument der fehlenden Langzeitstudien ein Scheinargument. Es ist eine Worthülse, mit der man jedes Produkt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag verhindern kann. Ich erinnere Sie zum Beispiel an Smartphones, wo jetzt wieder die Diskussion hochkommt, ob es nicht vielleicht doch Gehirntumoren oder Krebs machen oder von Stanton Glantz, der auch ganz heftig in den USA gegen E-Zigaretten kämpft, der hier proklamiert hat, dass wenn man die Handys eingesteckt hat in der Hose, dass sie dann junge Männer unfruchtbar machen. Das ist über die Evidenz sehr, sehr dünn. Ja? Aber man kann damit jedes Produkt, wenn man will, zu Tode regulieren. Ich finde also noch einmal, und ich möchte das betonen, das angedachte, vom DKFZ angedachte Verbot von Aromastoffen und von Zusatzstoffen in E-Zigaretten finde ich ethisch verwerflich. Es ist ethisch bedenklich, es wird hier Wissenschaft verzerrt und vereinnahmt. Es werden ethische Standards mit Füßen getreten. Man tut auch nicht das Würzen von Lebensmitteln verbieten. Es gibt bisher keinen Hinweis auf Schädlichkeit durch Aromastoffe. Wenn es so einen Hinweis gibt, dann wird man selbstverständlich unmittelbar reagieren müssen, wie das auch bei Arzneimitteln ist. Neue Arzneimittel, die auf den Markt kommen auch auf den Markt, bevor es Langzeitstudien gibt. Und die Industrie reagiert sehr schnell bei ersten Hinweisen auf Schädlichkeit und nimmt die Produkte vom Markt. Und genauso sollte es hier bei den E-Zigaretten sein. Sie haben es wirklich, meine Damen und Herren, weil ich denke, ich komme jetzt dann nicht mehr dazu, etwas zu sagen, darum möchte ich es jetzt sagen. Sie haben es in der Hand hier, zu entscheiden, ob die Zukunft, Sie haben es in der Hand, über die Zukunft der Tabakprävention zu entscheiden. Sie haben es in der Hand, hier Rauchen diese Möglichkeit
zu bieten, Rauchern die Vielfalt an Geschmacksrichtungen, an Aromen zu bieten. Sie haben es in der Hand, diese Chance zu nutzen. Sie können diese Chance auch vertun. Nur eines sage ich Ihnen, dieser Siegeszug der E-Zigarette, den werden Sie nicht aufhalten. Sie können das kurzfristig ein bisschen behindern. Langfristig wird sich das durchsetzen. Es ist ähnlich wie mit Diesel- und Benzinfahrzeugen versus Elektroautos. Da die Industrie auch immer wieder aus finanziellen Interessen versucht, es zu behindern und diesen Prozess verzögert. Und ich wage jetzt die Prognose, in 20, 30 Jahren werden sich unsere Enkelkinder und Urenkelkinder wundern, dass man früher mal Erdöl verbrannt hat, um hier fahren zu können. Und ebenso werden sich unsere Enkelkinder wundern, dass man früher mal Tabak verbrannt hat, um Nikotin konsumieren zu können. Und ich sage Ihnen eins, wenn Ihre Enkelkinder später mal, oder Urenkel, viele von Ihnen sind noch sehr jung, wenn die später mal kommen und sagen, Opa, Oma, Uropa, warum hast denn du damals dagegen gestimmt? Sie können nicht sagen, Sie hätten es nicht gewusst. So, bitte keine Beifallsbekundungen. Damit ist die Frage- und Antwortzeit für die Fraktion Die Linke punktgenau zu Ende gegangen. Wir kommen abschließend noch zur Fragerunde von Bündnis 90 Die Grünen. Der Herr Dr. Täber hat sich zu Wort gemeldet und erhält dies jetzt. Herr Professor Mayer, die letzten Minuten, die Sie gesprochen haben, hat mich dann wieder zweifeln lassen, dass Sie so kleinmütig sind. Ich war erstaunt, dass Sie geschlussfolgert haben, Sie wären gar nicht mehr gefragt. Ich habe tatsächlich noch eine Frage an Sie. Und zwar, wie bewerten Sie die im Gesetzentwurf formulierte Passage, Paragraph 13, erster Satz 3, für die E-Zigaretten nur Inhaltsstoffe verwendet werden dürfen, die kein Risiko für die menschliche Gesundheit haben? Und würde das nicht einem faktischen Verbot der E-Zigarette gleichkommen? Und dann im Verhältnis zu dem haben wir ein Verbot der Tabakzigarette. Das ist eigentlich die Frage, aber ich würde Sie noch ein bisschen ausdehnen darauf hin, wie lange würden Sie denn denken, braucht man, muss man noch warten, bis man sozusagen aus der Community der E-Zigarettenkonsumenten solide Daten darüber hat, wie schädlich möglicherweise dieser oder jener Stoff ist? Und könnten Sie noch mal zu dem Argument der Propylenglykol-Toxizität Stellung nehmen? Tja, vielleicht ich fange von hinten an. Propylenglykol-Toxizität, es gibt keinen Hinweis auf Toxizität von Propylenglykol. Die Grenzwerte, die Frau Dr. Bötschke-Langer genannt hat, die kann man... Es würde jetzt zu lange dauern, um die zu hinterfragen und klarzustellen, dass hier ein bisschen was mit den Einheiten verbuchselt wurde. Aber die Einheiten sind natürlich auch entsprechend schwierig hier zu interpretieren. Es wurden, bitte, ich kann nur dazu sagen, über mehrere Monate, da gibt es nur Tierversuche dazu, über mehrere Monate Ratten mit extrem hohen Konzentrationen an Propylenglykol bedampft, ohne irgendwelche schädliche Auswirkungen. Wir haben bis jetzt nie darüber diskutiert, dass in Diskotheken, dass in bei Konzerten hier Propylenglykol als Nebel versprüht wird, wobei das technisches Propylenglykol ist, in E-Zigaretten kommt nur das Produkt in pharmazeutischer Reinheit zum Gebrauch. Dann zu Ihrer Frage bezüglich dem Gesetzestext, nicht schädlich für die menschliche Gesundheit. Das ist ein Gesetzestext, es ist gut gemeint, aber das ist zeugt von einem grundsätzlichen Missverständnis. Ich zitiere gerne eine Arbeit, die Anfang 2015 publiziert wurde, in der sehr ausführlich dargelegt wurde, dass die Inhalation von Sauerstoff das Lungenkrebsrisiko erhöht. Das wurde gezeigt, indem man untersucht hat, wie sich die Seehöhe, ja, also der Sauerstoffpartialdruck in der Einatmenluft auswirkt auf das Lungenkrebsrisiko. Wenn man das ernst nimmt, müsste man ganz Norddeutschland aussiedeln oder übersiedeln in die österreichischen Alpen oder noch besser in die südamerikanischen Anden, um dieses Risiko zu reduzieren. Sprich auch das Atmen. Wenn Sie einatmen, erhöhen Sie haben Sie ein gewisses Risiko. Das ganze Leben ist risikobehaftet. Somit ist diese Passage letztendlich nicht sagend. Alles kann prinzipiell, darum habe ich mein Bananenbeispiel genannt, da haben Sie Beta-Carotin drinnen. Fürs Beta-Carotin gibt es bitte klinische Studien, die zeigen, dass sowohl Darmkrebsrisiko als auch Lungenkrebsrisiko verdoppelt wird durch Beta-Carotin, das in recht erheblichen Mengen in Bananen vorkommt. Wir sind uns alle einig, dass die Bananen ein besonders gesundes, nahrhaftes, wohlschmeckendes Produkt sind. Aber ich kann sofort ein Szenario zaubern, dass Sie
unmittelbar ein Verbot, ein Bananenverbot hier in Deutschland aussprechen würden. Mit der gleichen Argumentation, mit der man gegen Aromastoffe argumentiert.